So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Spielestudio auf der Nintendo Switch mit richtig geilen Spielen von den verschiedensten Leuten. Heute habe ich mir mal wieder selber zwei Spiele rausgesucht. Wir müssen mal gucken, ne, wenn die Spiele kurz sind. Dann packen wir vielleicht auch wieder ein drittes Spiel rein. Ist ja von Part zu Part unterschiedlich, ne? Kommt immer drauf an, wie groß die Spiele sind. Aber ich denke, ich habe hier wieder zwei coole Sachen gefunden. Und zwar hat hier jemand einmal das erste Donkey Kong nachgebaut. Aus dem Jahre 1981, ne? Arcade-Klassiker natürlich. Und Donkey Kong feiert ja dieses Jahr auch seinen 40-jährigen Geburtstag. DK, falls du das hier sehen solltest, gehen natürlich auch Grüße raus an dich. Auch wenn mich das sehr wundern würde, ne? Also wenn DK hier zuschaut bei meinem Video, dann würde ich mich schon fragen, alter DK, was machst du denn da? Aber gut, ja, so viel dazu, ne? So viel dazu. Und dann habe ich hier noch ein Yoshi-Spiel gefunden, und zwar die Hungry Yoshi World Demo. Also das Ganze wird anscheinend noch erweitert, aber hier stand dran, dass man hier sechs Äpfel einsammeln muss, sechs Früchte, und dann hat man das Spiel komplettiert. Ich würde sagen, fangen wir aber mit Donkey Kong an. Ich glaube, das sollten wir schneller abgehakt bekommen. Und dann können wir uns für die Hungry Yoshi World Demo Zeit lassen. Okay, Musik klingt auch mal wieder passend. Und ja, okay. Also ich hätte jetzt, ich weiß, ich bin immer so böse gegenüber den Leuten, aber hier hätte ich jetzt auch wieder mehr erwartet, ne? Tatsächlich, muss ich sagen. Irgendwie, also es gab ja noch Leitern und so. Es gab ein paar brennende Ölfässer. Gegner gab es auch. Es gab Items. Also ich meine, klar, wäre es vielleicht schwierig, alles funktionstüchtig zu machen. Aber wenigstens optisch wäre es doch schön, wenn diese Sachen dabei gewesen wären, ne? So wenigstens die Leitern und noch paar Fässer oder so. Also diese Ölfässer. Ich muss sagen, also das finde ich jetzt hier schon ein bisschen mau leider, ne? Aber naja, also ich will ja auch nicht immer der Böse sein, ne? Und hier, ja gut, irgend so ein weißer Yeti. Und das Apfel ist das Ziel. Der Apfel ist das Ziel. So rum. Das Apfel. Sprachen lernen, Bubble. Sprachen lernen, Bubble. Ja, ne? Wisst ihr Bescheid? Pauline, keine Ahnung, wo die ist. Die ist vielleicht auch gerade noch in New Donk City, deshalb. Ich weiß nicht, also ist sie hier vielleicht auch nicht im Spiel drin. Aber dann spielen wir mal die Hungry Yoshi World Demo. Das sah auch auf den Vorschaubildern schon vielversprechender aus. Okay, wow, das sieht tatsächlich sogar einigermaßen groß aus. Und also das habe ich auch auf den Vorschaubildern gesehen. Also die Texturen, die sehen hier richtig toll aus, ne? Wir haben hier richtiges Gras. Oh, wir können auch schnell laufen. Oh, wow. Wir können richtig schön schnell laufen. Okay, das ist geil. Und wir haben hier viele Inseln. Wir haben hier viele Inseln. Wir müssen diese großen Äpfel einsammeln. Guck mal, wir haben hier wieder sogar einen Counter wieder. Und den Counter, den haben wir auf mehreren Plattformen. Was ich mich halt immer frage bei den Countern, kann man denn keinen Counter oben rechts oder links oder in einer anderen Ecke irgendwie einbauen quasi, dass man den Counter als Text auf dem Bildschirm hat? Geht es nicht? Gibt es da kein Knotix dafür? Weiß das jemand von euch? Weil ich wundere mich da immer, ne? Also klar, so kann man es auch lösen, wenn man das irgendwo im Spiel selber hinschreibt. Aber ist halt blöd, weil ich es nicht permanent sehe, sondern nur wenn ich dann hier davor stehe, ne? Nur dann sehe ich den Counter. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Also weiß das jemand von euch? Gibt es da so ein Knotix, dass man das in der Ecke vielleicht mal einblenden kann? Also das finde ich irgendwie cooler. Aber ist jetzt nur eine kleine Kritik, ne? Gut, hier haben wir Big Yoshi. Okay. Yoshi Hungry. Bring six apples. Ah ja, also du willst die sechs Äpfel. Stand here.
6 von 10. Der dreht sich. Das ist irgendwie, das ist ganz cool. Der schaut uns an. Okay, also da ist wohl anscheinend das Ziel. Na, wenn ich es richtig verstehe. Da müssen wir dann hin, wenn wir die 6 Äpfel eingesammelt haben. Ja, hier auch ein paar Holzbretter. Hier Herbst. Ne? Bisschen Herbst-Theme. Also ich muss schon sagen, also die Texturen, die gefallen mir doch, ne? Das muss ich sagen, also das macht auch viel aus. Dann da drüben ist noch ein roter Yoshi, okay. Ein roter Big Yoshi. Hier, die Kisten, die kann ich doch safe runterschmeißen. Wow, ich sollte nur nicht selber runterfliegen. Aber ich glaube, die zweite Kiste, die schiebe ich mal stattdessen hier rüber. Ich glaube, das kann ich auch gebrauchen. Stand hier, 10 von 10. Completionist find all 10 Apples. Okay, das ist auch cool. Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann braucht man wohl 6 Äpfel zum Abschließen des Spiels. Und wer aber quasi die 100% machen möchte, der, ja, der muss noch andere 4 Äpfel sammeln, ne? Werde ich dann auch versuchen, ne? Ganz ehrlich, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, hier gibt es dann auch nur 6 Äpfel. Aber das ist cool, also man hat quasi 2 verschiedene Ziele, ne? Die sind dann auch an verschiedenen Positionen. Aber sehr schön geregelt, ne? Also kreativ ist der Ersteller auf jeden Fall, ne? Da kann man nichts sagen. Gut, dann hier, das sollen wahrscheinlich irgendwelche Eisblöcke oder so darstellen. Hier gibt es noch eine Truhe. Okay, das zählt auch als Apfel. Oder, ach nee, als Collectible, ne? Ich glaube, der rote Yoshi, der hat ja gesagt, find all 10 Collectibles. Und von Äpfeln hat er, glaube ich, gar nicht geredet. Rumor has it, there is something behind Yoshi Tower. Okay, da müssen wir mal gucken hinter dem Turm. Und hier natürlich der werte Herr Xillebo. Oder auch Obelix rückwärts, ne? Für diejenigen, denen das nicht aufgefallen ist, damals bei Yoshi's Island. Aber auch cool nachtexturiert, ne? Also, ja, es ist nur 2D, ne? Es ist nur 2D. Aber trotzdem, es sieht richtig, richtig schön aus. Also, ich muss sagen, das ist jetzt auch, ja, ich würde schon sagen, der erste Ersteller, wo ich wirklich auch optisch sagen muss, okay, der hat sich wirklich Mühe gegeben, ne? Wir hatten auch schon ein paar andere coole Spiele wie Cube One 3D und sowas, ne? Allgemein diese Jump'n'Run-Spiele, die waren eh auch cool, ne? Hier Wall Jump Parcours hatten wir noch. Dann hatten wir noch Break the Boxes oder wie das hieß. Das war ja auch alles cool, aber das war optisch nichts Besonderes. Was auch gar nicht schlimm ist. Aber das fällt mir hier dann halt umso positiver auf, ne? Dass sich der Ersteller hier wirklich auch Mühe gegeben hat, passende, schöne Texturen zu erstellen. Vielleicht auch teilweise zu nehmen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch ein paar Texturen von Nintendo, die er genommen hat irgendwie. Aber ist schon cool, ne? Definitiv. So, wir sind jetzt gestorben. Das heißt, wir müssen alles von vorne machen. Aber das ist okay. Dann laufen wir einfach zuerst in eine andere Richtung. So, und es hieß ja, hier hinterm Yoshi-Turm ist ja auch was, ne? Jawohl. Wall plus Jump gleich Wall Jump. Okay. Das ist eine schöne mathematische Aufgabe. Na, muss ich schon sagen. Und gut, hier gibt es dann auch noch einen Apfel. Und dann geht es noch weiter nach oben. Jawohl. So. Flupp. Ja, hoppla. Nein, also so schräg wollte ich jetzt nicht springen. Aber das ist auch in Ordnung. Na, das ist nicht schlimm. Ich glaube, das Level ist trotzdem relativ überschaubar, ne? Würde ich jetzt trotzdem sagen. Oh, hier süß, ne? Noch ein paar Blümchen. Das ist auch cute. Hier da oben bei den Plattformen waren wir noch nicht, ne? Aber ich würde jetzt schon ganz gern zuerst die Walljump-Sektion schaffen. Hier auch Yoshi-Eye-Optik bei dem Yoshi-Turm. Das ist auch ganz schön. Hier Teleporter, ne? Teleporter, die scheinen auch relativ gut zu gehen. Das sehe ich jetzt schon zum zweiten Mal bei dem GTA-Spiel. Da hatten wir ja auch schon einen Teleporter. Und ja, okay, das scheint dann wohl anscheinend wirklich nicht
kompliziert zu sein, solche Teleporter einzubauen. Und das finde ich auch cool, ne? Das muss ich auch appreciaten. Wow, soll ich hier jetzt so rüberlaufen? Okay, wow, das ist wirklich sehr eng. Das ist wirklich sehr eng. Also komm, das hätte man doch wohl... Das hätte man doch wohl breiter machen können, Mensch. Also ich verlange ja nicht mal, dass das so dick ist wie hier. Aber so, dass man halt schön drüber laufen kann. Okay. Giovannimo! Hat geklappt. Zum Glück. Dann, ach so, hier drüben waren wir schon. Ja, ist egal. Ist egal, macht ja nichts. Und scheiße, ich fall wieder runter. So, jetzt lass mich aber bitte mal auf diese Wolkenplattformen drauf. Na, das wäre schon mal ganz schön, wenn ich auf die mal drauf gehen könnte. Er springt halt immer so weit, das ist ein bisschen blöd. Gut, dann gehen wir jetzt aber hier hoch. So, wir müssen aufpassen, ne, weil irgendwie... Also die Figur, die springt echt extrem weit, ne. Die Figur springt echt extrem weit. Und das muss ich sagen, das hasse ich hier wirklich. Naja, dann gucken wir mal. Vielleicht ist es ja auch besser, wenn ich so in eine Seitenansicht gehe. Aber irgendwie... Also Leute, ich muss wirklich sagen, sorry. Aber dann werden wir die 100% nicht machen. Also der Charakter, der springt immer zu weit. Er springt wirklich immer zu weit. Ich habe das jetzt schon oft wieder probiert. Ich weiß nicht, also die Plattformen, die hätten echt größer sein müssen. Und sonst hätte der Ersteller hätte was an der Sprungphysik ändern müssen. Weil man kann nicht wirklich abbremsen. Man kann nicht abbremsen. Was halt auch nicht geht, ist, dass man wieder quasi gegenlenkt. Das geht hier auch nicht, ne? Also ich kann mich umdrehen in der Luft. Bringt mir halt nur nichts, ne? Weil er halt nicht gegenlenkt. Und das ist auch der einfache Grund, warum ich das jetzt hier nicht zu 100% zocken werde. Da guckt euch das an. Jetzt schon wieder, ne? Obwohl ich jetzt auf der großen Plattform gelandet bin. Aber dann würde ich sagen, machen wir einfach noch die Wandsprungpassage zu Ende. Und dann setzen wir einen Haken dahinter. Jawohl, let's go. Dann gehen wir wieder hier hinten zu dem Teleporter hin und machen noch diese Wandsprungpassage wieder. Dann haben wir die 6 Äpfel, die wir zur Komplettierung brauchen. Und dann passt es für mich eigentlich, ne? Komm, hier, mach die Wandsprünge. Die sind auch ein bisschen komisch. Ja, komm, wir brauchen eigentlich nicht mal die Passage zu Ende machen. Ach doch, müssen wir trotzdem, okay. Ja gut, aber ich würde sagen, wenn ich hier jetzt sterbe, dann ist es trotzdem egal, ne? Weil wir haben die Stage gesehen. Und ja, ist cool. Aber es regt halt echt auf, dass die Collectibles nie gespeichert werden. Ich denke mal, das geht von Nintendo-Seite aus nicht. Aber ich finde das halt echt schrecklich, ne? Ich finde es halt echt schrecklich, muss ich sagen. Was ist jetzt hier? Ach so, da gibt es einen unsichtbaren Weg. Das willst du mir damit sagen. Jetzt! Okay, das war aber cool. Das war aber jetzt cool gemacht mit dem Fußball. Cool dargestellt. Jawohl. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier aber wieder runter. Und dann ab ins Ziel. Na, ich glaube, hier war ja das Any%-Ziel. Genau. Und dann passt es auch schon. Dann kriegen wir hier noch einen Jingle. Und ja, okay, dann startet das Spiel einfach neu. Normalerweise beenden sich die Spiele ja immer. Aber Leute, ich würde sagen, das ist in Ordnung, ne? Also das Yoshi-Spiel, das fand ich auch sehr cool, ne? Das Donkey Kong-Spiel war jetzt eher mäßig. Aber Leute, natürlich an der Stelle auch wieder eure Meinung gerne in die Kommentare zu den Spielen. Und ansonsten habe ich nicht viel mehr zu sagen, außer sendet mir natürlich gerne weiterhin Sachen ein, beziehungsweise Spiele. Und ansonsten würde ich sagen, lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.